Hallo und herzlich willkommen in meinem Wintergarten. Heute ist der 14. April und ich möchte euch jetzt gerne ein kleines Update geben zu meiner Tomatenaussaat. Hier in diesem kleinen Anzuchttopf, die sind noch nicht bekehrt, da habe ich ja die Tomaten eingesät. Aber man sieht schon, hier haben die Pflänzchen jetzt schon eine ganz schöne Größe erreicht. Die werde ich schon bald pikieren und umsetzen. Aber hier vorne, das war ja mein Experiment mit den Kokosballen, da keimt noch lange nicht alles. Und was dann hier keimt, ist doch noch viel, viel kleiner als wie in dem Anzuchtkasten mit der normalen Anzuchterde. Da sieht man schon den Test, eigentlich zeigt mir das jetzt hier, dass es doch, wie ich das sehe, in der Anzuchterde besser zu funktionieren scheint. Wie ihr in meinem Video zur Aussaat sehen könnt, habe ich ja ein kleines Experiment gestartet. Und zwar hatte ich einmal ausgesät hier in diese Kokosballen und ich habe ausgesät in einer ganz normalen Schale mit Anzuchterde. Im Vergleich kann man jetzt sehen, dass die Tomatensamen, die ich hier in die normale Anzuchterde reingesetzt habe, einfach in diesen kleinen Kasten, die sind wirklich wunderbar gekommen, meiner Meinung nach, und da bin ich echt mit zufrieden. Im Vergleich dazu könnt ihr euch jetzt mal hier die Samen anschauen, die ich in den Kokosballen hatte. Da haben einige Samen überhaupt gar nicht gekeimt und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz enormer Unterschied. Hier an meinem Platz Nummer 16, da hatte ich ja eine leere Samentüte, also da kann nichts keimen, da ist nämlich nichts drin. Und hier an dieser Stelle auf Platz 16 kann dann natürlich auch nichts sein. Deshalb ziehe ich das jetzt mal raus, dann ist das Ganze nicht so verwirrend. Jetzt mal den Vergleich der einzelnen Sorten. Hier bei der Tomate Corzula sind die Samen gekeimt und haben sich Jungpflanzen entwickelt. Diese hier ist noch weitaus kleiner und mickriger wie die. Im Vergleich dazu habe ich hier die gleiche Tomatensorte und die Pflänzchen sind doch in der normalen Aussaaterde schon weitaus kräftiger und größer. Das sind hier die beiden. Hier habe ich die Tomate Blush Tiger. Und auch hier nochmal, ich hatte ja an beiden Aussaatstellen jeweils zwei Samen gesteckt. Und da muss ich aber jetzt sagen, ist hier auf dem Platz, wo eigentlich die Blush Tiger keimen sollte, bis jetzt noch nichts gekommen und ich vermute, da kommt auch nichts mehr. Die nächste Sorte wäre dann das sibirische Birnchen, die habe ich hier auf Platz Nummer 11. Und da ist der eine Samen gar nicht gekeimt. Und der andere ist aber aufgegangen, die sieht ganz gut aus, wobei ich trotz allem finde, im Vergleich zu der Aussaat in der normalen Aussaaterde sind hier an dieser Stelle die Pflanzen doch wirklich kräftiger und größer schon geworden. Hier an der nächsten Stelle auf Platz 12 ist die Tomate Rotkäppchen, die ist da auch prima gekeimt, da sind mir scheinbar sogar zwei Samen reingefallen, die muss ich dann nochmal auseinandernehmen, die sind also beide wunderbar aufgegangen. Auch hier an dieser Stelle hat sich die Jungpflanze Rotkäppchen wirklich prima entwickelt. Hier habe ich jetzt die Schönhagener Frühe, da ist das gleiche, ein Samen ist wunderbar aufgegangen und an der anderen Stelle ist nichts passiert. Hier ist ebenfalls die Schönhagener Frühe und da sind beides wunderbare Pflanzen, kräftigere Pflanzen, sogar drei habe ich da reingesät, sehe ich gerade. Und die sehen also bestens aus, deshalb jetzt ist es auch auf jeden Fall Zeit, ich werde die jetzt mal umsetzen. Das mache ich dann gleich, aber jetzt will ich euch das erstmal hier durchweg zeigen. Hier habe ich jetzt die Fleischtomate, da ist einmal gekeimt, aber noch sehr zurück im Wachstumsstadium. Und an der Stelle dort,
ist die Fleischtomate überhaupt gar nicht gekeimt. Im Gegensatz dazu habe ich hier zwei Samenfleischtomate gesetzt und die sind wieder in der normalen Anzuchterde prima aufgegangen. Die Ananastomate ist auch prima gekeimt. Beide Samen im Kokosballen sind hier wunderbar aufgegangen. Und das gleiche habe ich auch hier in meinem Anzuchtkasten mit der Anzuchterde. Hier auf der 27 steht bei mir die Tomate Ariel, das ist die Rosinentomate. Auch da ist ebenfalls nur ein Samen gekeimt. Und dagegen hier im Anzuchtkasten sind wieder beide Pflanzen prima gekeimt und sind schon herrliche Jungpflanzen geworden. Auf der 28 bei mir, da befindet sich die Green Zebra. Die hier, die sieht prima aus. Und auch da ist wieder ein Samen nicht gekeimt und nicht aufgegangen. In meinem Anzuchtkasten hier, da sind beide Samen gekeimt. Wobei auch die vordere Pflanze, hier diese, noch im Wachstum zurück ist gegenüber der anderen. Aber das hat vielleicht auch irgendwie dran gelegen, dass der Lichteinfall nicht gleichmäßig war. Zum Standort muss ich sagen, die haben beide Kästen an der gleichen Stelle gestanden in meinem Wohnzimmer auf der Fensterbank. Das ist ein Südfenster, drunter ist eine Heizung. Ich hatte beide Kästen nicht abgedeckt. Ich habe die beide offen gelassen, musste dann natürlich hier bei diesen Kokosballen halt öfter mal mit dem Gießen schauen, wie hier vorne in der Aussaaterde. Das war's jetzt hier von mir. Danke fürs Zuschauen. Einen lieben Gruß aus meinem Wintergarten. Bis bald. Tschüss.